Das Kirchenverständnis der evangelischen Christen, das reformatorische Kirchenverständnis nach der sogenannten Augsburger Konfession, der Confessio Augustana. Die Evangelischen waren 1530 aufgefordert, darzulegen, was das Verständnis, ihr Verständnis von ihrem Glauben eigentlich ist. Diese Aufgabe erforderte ein gewisses diplomatisches Geschick, denn auf einem Reichstag in Augsburg sollten dann Konsequenzen aus diesem Bekenntnis gezogen werden. Weil es diplomatisches Geschick erforderte, hat man nicht Luther mit der Aufgabe betraut, der wäre vermutlich zu undiplomatisch gewesen, sondern Philipp Melanchthon, der weitaus geschliffener formulieren konnte als Luther. Melanchthon legt also ein Bekenntnis vor, das bis heute das entscheidende Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirchen ist. In diesem Bekenntnis wird auch festgestellt, was Kirche nach evangelischem Verständnis ist. Und, das sei schon jetzt vorweggenommen, Kirche nach evangelischem Verständnis ist etwas grundlegend anderes als nach katholischem Verständnis. Zunächst bestimmt Artikel 5 das, was evangelisches Grundansicht ist, nämlich, dass der Gläubige, Sünder, gerechtfertigt wird allein durch Christi Verdienst. Also, weil Jesus Christus für uns Menschen am Kreuz gestorben ist, deswegen gelten wir vor Gott als gerecht, auch wenn wir Sünder sind. Und deswegen haben wir die Gewissheit, in den Himmel zu kommen. Diese Nachricht bezeichnet man als das Evangelium. Und daraus resultiert jetzt ein Problem. Damit das Glauben selbst nicht zum Werk wird, muss das Evangelium zugesprochen werden. Also ich kann das nicht für mich allein tun. Das heißt also, wenn das Evangelium zugesprochen werden muss, dann braucht man einen Zusprecher, jemanden, der das eben macht. Und das ist es, was die Evangelischen unter Kirche verstehen. Ich habe Kirche bewusst hier in Anführungszeichen gesetzt, denn wenn Kirche der Zusprecher des Evangeliums ist, dann ist das was anderes, als beispielsweise die katholische Kirche unter Kirche versteht. Es ist also nach evangelischem Verständnis nicht eine Institution mit irgendwelchen voluminösen Aufgaben, sondern zunächst mal der Zusprecher des Evangeliums. Daraus resultiert Artikel 7 die Aufgabenbestimmung der Kirche. Wenn die Kirche der Zusprecher des Evangeliums ist, dann ist nach Artikel 7 der Confessio Augustana Kirche eine Versammlung der Gläubigen, in der zwei Dinge passieren, nämlich erstens, das Evangelium wird dort rein gepredigt und zweitens, die Sakramente werden gereicht. Das Evangelium rein gepredigt, damit ist gemeint, dieses Evangelium von der Vergebung der Sünden durch den Tod Jesu Christi, so wie es in der Bibel steht. Die Bibel selber ist Maßstab und Kriterium, anhand derer jeder Gläubige überprüfen kann, ob der Pfarrer denn richtig predigt oder nicht. Also bloß weil jemand Pfarrer ist, heißt das noch lange nicht, dass er es richtig macht. Die Bibel ist das Überprüfungskriterium. Die Sakramente. Sakramente sind Zeichenhandlungen, die das Evangelium illustrieren. Nicht jeder ist ein Typ, der auf das Wort hört, sondern manche Menschen sind eher visuelle Typen, die einer Zeichenhandlung bedürfen und für die sind die Sakramente gedacht. Sakramente in der evangelischen Kirche sind nur zwei, nämlich das Abendmahl und die Taufe. Sakramente sind solche Handlungen, die das Evangelium illustrieren und die von Jesus persönlich eingesetzt wurden. Zur Kirche nicht nötig, nach evangelischem Verständnis, ist irgendeine Form von Institution. Ebenso wenig nötig sind bestimmte Gebäude, gar heilige Gebäude. Kirche ist überall, wo sich Menschen versammeln, die das Evangelium hören, weil es ihnen gepredigt wird. Nicht nötig ist eine Priesterschaft, die eine besondere Funktion hätte. Und schon gar kein Papst ist benötigt, um Kirche zu sein. Man braucht keine Heiligen, keine bestimmten Zeremonien. Man braucht im Grunde genommen überhaupt nichts, was in der katholischen Kirche selbstverständlich ist. Das Einzige, was notwendig ist, sind die beiden Voraussetzungen, Evangelium und Sakramente.
Das heißt also, es könnte im Prinzip, sobald sich, wie es in der Bibel steht, zwei oder drei im Namen Christi versammelt, dann ist dort vollgültig Kirche, sofern das Evangelium der Bibel gemäß gepredigt wird. Das ist in der Tat ein Kriterium, das ist eine Art Killerkriterium. Wenn das Evangelium nicht rein gepredigt wird, dann ist es eben auch keine Kirche. Aber wenn das vorliegt, dann braucht es all diese anderen Dinge nicht. Diese Konstruktion nennt man Priestertum aller Gläubigen. Gemeint ist, dass im Prinzip der Pfarrer, der Priester dem normalen Gläubigen nichts voraus hat, sondern jeder die Funktion des Priesters wahrnehmen kann, insofern er in der Lage ist, das Evangelium rein zu predigen. Das heißt also, theoretisch könnte jedes Gemeindeglied, das dazu intellektuell in der Lage ist, eine Predigt übernehmen und einen Gottesdienst gestalten. Es ist nicht ein Vorrecht einer Priesterschaft. Dass es in der evangelischen Kirche Pfarrer gibt, die eine tragende Rolle in der Kirchengemeinde haben, ist einfach der Kompetenz geschuldet. Ein Pfarrer hat in der Regel Theologie studiert, das heißt, er hat eine bestimmte Fachkompetenz, die er insoweit den Gläubigen voraus hat, und mit dieser Fachkompetenz ausgestattet, kann er bestimmte Sachen besser. Das heißt aber nicht, dass er vor Gott einen besseren Stand hätte, sondern das, was der Pfarrer kann, das kann theoretisch jeder andere, der sich im gleichen Maße drum bemüht, auch. Artikel 8 diskutiert das Problem, was ist, wenn der Pfarrer unwürdig ist, wenn der Pfarrer selber ein Sünder ist und viele Fehler macht. Ist dann das, was er macht, die Verkündigung des Evangeliums und das Reichen der Sakramente, ist das noch in Ordnung? Oder habe ich als Gläubiger ein Problem, wenn der Pfarrer selbst unwürdig ist? In Übereinstimmung mit der katholischen Kirche sagt die Confessio Augustana hier, das ist kein Problem, es kommt nicht auf die persönliche Würdigkeit an. Das aus zwei Gründen. Zum einen der Grund, der gemeinsam mit der katholischen Kirche ist, es wäre ja ein Problem für die Gläubigen. Ich kann in den Pfarrer nicht hineinschauen. Ich weiß nicht, ob der möglicherweise ein schwerer Sünder ist oder nicht. Wenn die Gültigkeit der Predigt oder des Sakraments davon abhinge, dass der Pfarrer selber würdig ist, dann hätte ich als Gläubiger immer das Problem, dass ich mir nicht sicher sein könnte, ob das jetzt alles seine Ordnung hat. Das darf aber nicht sein, sondern die Sicherheit gibt es eben, weil es auf den einzelnen Pfarrer nicht ankommt. Aus evangelischer Perspektive ist noch ein zweiter Grund hinzuzufügen. Wenn es auf die Würdigkeit des Pfarrers ankäme, dann wäre das Ganze, die Gültigkeit der Verkündigung des Evangeliums, ja wieder ein Werk, also in unsere Hand gegeben und aus der Hand Gottes rausgenommen. Das darf aber nach evangelischem Verständnis nicht sein. Es kommt allein auf die Gnade Gottes drauf an und dementsprechend kann die Frage der Würdigkeit des Pfarrers keine Rolle spielen. Fazit: Nach evangelischem Verständnis braucht es einen Zusprecher, daher braucht es Kirche. Der Gläubige kann nicht für sich allein sein und den Glauben erlangen, sonst wäre der Glaube ein Werk. Aber es braucht keine bestimmte Institution mit bestimmten Zeremonien oder Regularien. Es kommt nur auf das Evangelium drauf an und welche institutionelle Verankerung man gibt, welche Regularien oder Zeremonien man sich gibt, das kann im Laufe der Zeit sich wandeln und liegt in der Verantwortung der jeweiligen Gemeinde. Die Gemeinde soll auch kritisch auf den Pfarrer schauen, auf den Zusprecher, den sie hat, ob der das richtig macht. Das heißt, die Gemeinde bekommt eine ganz hohe Verantwortung, die Kirche so zu gestalten, dass die Kernvoraussetzungen stimmen, nämlich dass das Evangelium verkündigt wird und die Sakramente gereicht werden.